Hallo und willkommen zurück zu X3 Terran Konflikt. So, wir haben hier eine Mission angenommen. Oder wollten die annehmen, glaube ich, ne? Wir müssen auf jeden Fall vertrauter Freund werden bei den Terranern. Ne, bei den Argonen. So, und wir haben ja gerade auch noch ein Frachtschiff unterwegs, das Handel betreiben soll mit den Buronen. So, und ich glaube aber hier an Bord dieser Station war noch eine Mission zu erfüllen, die wir machen konnten. Moment, ich glaube, das war der Jörg. Sind Sie an dem Job interessiert? Ich arbeite schon. Nee, da war das nicht. War das doch der erste? Coole Ho. Nee, da war es nicht. Was war das denn für ein Auftrag? Wir hatten doch hier einen gesehen. Gibt es übertrage jetzt die Daten. Diese Mission soll. Jemanden töten wollten wir auch nicht. Was soll sein? Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Diese Mission soll. Nee, das wollten wir auch nicht machen. Das war doch irgendein so ein Transportauftrag. Ich bringe den und den da und da hin. Nö, okay, dann lassen wir das. Hier haben wir nichts zu handeln. Unser Schiff ist ja unterwegs. Unser Hermes. Genau. Standort drin, das Verlangsdocke an. John Ferko, Hauptquartier. Und das hat ja Fracht nicht geladen, aber soll da neue Software bekommen, genau. Ich erinnere mich. So, wir fliegen los und fliegen hier durch das nächste Tor. Was ist das? Ah ja, das ist Analyse auf Fernseher. Naja, okay. So, aber vielleicht können wir mal von der anderen Seite gucken. Da. Gucken wir doch mal drauf, was da so steht. Naja, Bilder. So, erstmal das Headset an die Seite räumen. So, okay, dann fliegen wir mal durch das Osttor. Und gucken mal eben nochmal auf unseren Besitz. Okay, verfolgen wir mal unsere Hermes. Schon Ferke Hauptquartier. Aguilars Gürtel. Okay, so. Hier fliegen wir da rein. So, wir wollten jetzt eigentlich. Moment, wo fliege ich jetzt gerade hin? Genau, wir mussten doch noch irgendwie in einen Sektor hier befreien. Wow. Ah, jetzt habe ich den. Hier gibt es den gleichen Fehler wie in den Vorgängern. Wenn man direkt hinterm Tor die Tab-Taste drückt und den Boost startet, dann reicht der Booststrahl. Also das ist so ein 3D-Körper, der hinten aus dem Modell von dem Raumschiff rausragt. Der berührt dann den Auslöser für das Tor. Tor, profitabler Handel. Autopilot aktiviert. So, steige auf zu vertrauter Freund. Liefere 200 Teladianium an militärischer Außenposten der Nagonischer Sektor M148. Gib dich als ein Frachter mit einer wichtigen Lieferung aus, um den militärischen Sektor der Argonen in den militärischen Sektor der Argonen einzudringen. Das ist doch Quatsch jetzt gerade. Da fliegen wir ja jetzt gerade hin, das ist doof. Warum mache ich das denn? Wir müssen bei den Argonen. So, Moment. Argonensektor. Teladi-Sektor. So, und unser Raumschiff ist auf dem Weg. Ah ja, okay. Es ist da unterwegs. Dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch eine Mission annehmen können. Ja, gut. Ich guck mal, ob hier. Erzmine M Alpha. Zwei weg. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Welcher? Es gibt. Übernehmen Sie den Auftrag? Schmuggelfahnder. Grenzsektoren der Argonen. Ich weiß ja gar nicht wo. Also. Das ist ein bisschen zu unkonkret.
Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Schnelles Taxi? Nö. Das mache ich dann doch lieber. Ah, da vorne ist zum Beispiel. Pirat, Harrier. So, zum Beispiel würde ich das gerne erledigen, indem wir mal einen Piraten alle machen. Oder gleich drei. Harrier. So. Da wird nicht lang gefackelt, da wird sofort gefeuert. So, knöpfen wir uns diesen Sektor vor. Wow. Das war natürlich jetzt gerade mal heftig. Rakete im Anflug. Ups. Alles klar, da haben wir selbst nicht die besten Raketen, die besten Schilde gehabt. Ja, dann setzen wir das Spiel fort. Also wieder vom letzten Standpunkt aus. Mir wurde gesagt, in welchem Sektor da Piraten zu erledigen sind. War das in dem wir gerade sind? Ich weiß nicht genau. So, hier, Polarstern, ne, es war nicht hier. Fliegen wir einfach in den nächsten. Äußere Sektoren. So, und da ist ja unser Schiff. Ah, das schicken wir ja zur Handelsstation, glaube ich. Ja komm, wir fliegen wieder Richtung Osten. Da sind Piraten. Guck nochmal eben da. Sonnenkraftwerk. Sie sprechen mit dem Automat. Was wünschen Sie? Ich bin froh. Ich übermittle jetzt die Ange. Ja, das ist ja Quatsch. Wir können keine Raumschiffe liefern. Moment mal eben, da waren noch ein paar Missionen mehr. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommandant. Dieser Auftrag sollte nicht allzu lange dauern. Sind Sie an dem Job interessiert? Ja. Okay, so, dann nehmen wir mal sowas an. Infiltration, steige auf zu vertrauter Freund. Nein, den hier oben, der muss sterben. Leitsystem aktivieren. Okay, dann Feuer frei. Also, auf geht's, Richtung Westen. So, dann wollen wir nochmal sehen. Wenn das ein so ein... Das klingt ja nach einem Teladi. Den müssen wir nochmal erledigen. So, wir sind jetzt hier in einem Argonensektor, das heißt, wir machen uns dann hier vermutlich bei Argonen beliebt. Obwohl es gerade ein Borone war, der uns das angeboten hat, oder diesen Auftrag erteilt hat. Na, gucken wir mal. Wir können ja nebenbei mal unser Raumschiff verfolgen, wo sich das so rumtreibt. In profitabler Handel. Es ist also schon, ich glaube, einen Sektor weiter geflogen, oder? Es ist gerade erst... Ja, ist auch egal, wo es ist. So, zum Jean-Ferco-Hauptquartier soll das. Erreiche System, so. Ödland. Jetzt müssen wir noch weiter, Richtung Süden, okay. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon, ja. Na gut. Quantum Ruhe, Fabrik Alpha. Da gibt es irgendwas zu kaufen. So, und die haben noch eine eingehende Nachricht, okay. Der verräterische Abschaum im Mangel kostet, hat eine große Summe Geld aus unserem Hauptquartier im Polarstern gestohlen. Moment, eben kurz bremsen. So, nochmal. Nein, ich mache das gerade mit der Maus, seht ihr ja gerade selbst. Bisschen schwierig gerade zu treffen, weil das hier so ein bisschen hinterher hängt immer alles. Für seine Tat und den Verrat an uns muss er bezahlen. Jemand Kosset ist im Sektor 2 Welten an Bord des Schiffes Pirat Harrier Angreifer. Tor, 2 Welten. Ah, okay, dann sind wir ja schon direkt da, wo wir hinwollen. Also, gleich. Er hält sich da auf, das heißt, er wird wahrscheinlich nirgendwo hinfliegen.
eher da irgendwo so rumkreuzen in dem Sektor, dann müssen wir den mal suchen. Wir werden den gleich aufgeschaltet bekommen. Erreiche System. Zwei Welten. Genau, da haben wir ihn auch schon. Pirat, Harrier, Angreifer. So. Rufen wir ihn erstmal. Was wollen Sie von uns, unheiliger, erbärmlicher Wicht? Alles klar. So. Dann fliegen wir ihm hinterher. Wir kommen ihm näher. So, jetzt wird's interessant für unsere Kanonen. Ihr Angriff auf uns ist lächerlich. Wir geben Ihnen noch eine eingehende Nachricht. So, knöpfen wir uns diesen Sektor vor. Sie haben an Ansehen gewonnen. So, wer ist das jetzt? Pirat, Harrier, Angreifer. Okay. Wartet mal. Ja, ich muss Shift und T für den nächsten Feind anklicken. So. Pirat, Harrier, Angreifer. Okay. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oha. Dass da eine Verstärkung ist. Ich hoffe mal, unsere Schilde halten das aus. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Na, wir sind nicht ganz so. Unsere Kanonen sind ein bisschen langsam. Wenn wir mal treffen könnten, dann wäre es natürlich super. Stattdessen werden wir getroffen. Ja, unsere Kanonen sind zu langsam. Ich schaue mit den nächsten. So. Den haben wir schon mal. Dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Schnappen wir uns den nächsten, haben wir auch schon mal getroffen, das ist gut. So, ich glaube. Ja. Ja, wir müssen sofort treffen, wenn die an uns vorbei sind. Unsere Schilde werden zu sehr getroffen. Muss mal gucken, dass ich da irgendwie drum rumkomme. Getroffen zu werden. Oder ich muss mir mal direkt den anderen schnappen und versuchen, den zu treffen. Oh, unsere Schilde sind schon sehr geschwächt. Vielleicht kann ich irgendwie da vorne irgendwo hin und kommen, ohne dass wir getroffen werden, bis sich unsere Schilde noch mal ein bisschen regenerieren können. Ich muss gerade ein bisschen Manöver fliegen. Da vorne sind Asteroiden. Versuche ich mal hinzukommen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass wir nicht in so Asteroiden reinkrachen. Ja, haben wir mal gerade gehört hat. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Haben die Piraten hier schon Asteroiden getroffen? So, der ist jetzt in Angriffsreichweite, aber der ist zu schnell für uns. Hier unsere Geschosse hier, die sind zu langsam. Nee, das muss ich mir den anderen schnappen. Pirat. Angreifer. Es ist nur noch dieser eine. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir in ihn reinfliegen oder sonst kein was. Ziel. Ach. Asteroid. Da ist ein Asteroiden reingeflogen. Ja, cool. Okay, so, dann gucken wir mal eben. Wir haben ja eine eingehende Nachricht. Was sagt uns die? Es kann nicht sein, dass dieses Wesen das überlebt hat. Wenigstens wurde ihm ein Korsett der Justiz überstellt. Wie versprochen werden wir ihre Entlohnung gleich abliefern. 18.414 Credits. Gut. Hey, der hat doch gar nicht überlebt. Der ist doch, sein Schiff ist doch zerstört worden. Na gut.
So, jetzt sind wir hier. Da gibt es eventuell noch eine. Achso, er ist zu weit weg. Gucken wir mal eben nach unserem Besitz. Standort Weltall, profitabler Handel. Gucken wir doch mal hin. Nach profitabler Handel. Das ist ja unglaublich langsam. Teladi-Raumstationen sind groß. Also unser Hermes, der könnte da theoretisch landen. Aber ich glaube, wir kriegen da. Wobei, ich glaube, das könnte sein, dass der das machen kann, dass er da andocken kann in dem Sektor an der Handelsstation, Andockerlaubnis um erteilt. da die Kommando ähm, akzeptiert. den Antrieb zu verbessern. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier auch weitere Piraten aufstöbern. Unser Rang hat sich ja auch verbessert, da müssen wir auch mal eben gucken. So, Geselle, Schütze sind wir geworden. Argon, vertrauter Freund, Baron, Gegner. Split, unverschämte Kreatur. Wieso sind wir ein Baron, Gegner? Teladi-Profitquelle. Teladianium kriegen wir bei den. Teladi. Darum heißt es ja Teladianium. Okay, ja, dann gucken wir mal, wenn das Schiff gleich da angedockt hat, ob wir da das Schiff ausbauen können. Das dürfte uns ja dann helfen. Vielleicht können wir da auch, genau, wir könnten eventuell nochmal selbst dahin fliegen. Dann fliegen wir nochmal eben nach Norden. Da ist Norden, so, das mache ich nicht mit Tastatur. Fliegen wir nach Norden und dann nochmal zu den Teladi und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht eine Polizeilizenz bei den Teladi bekommen und dann bei den Piraten abschließen und uns so bei denen beliebt machen. Erreiche System, Ödland. So, dann steuern wir hier die freie Argon-Handelsstation an. Produktionskomplex, intelligente zielsuchende Raketen, Alpha. Sie So. sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Gibt es schön, sind Sie an dem Job interessiert? Ja, nee. So, wir steuern hier die Handelsstation Freie an. Argon-Handelsstation. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot Für den aktiviert. Speicherpunkt. Wir da erstmal wieder einen haben, den wir jetzt gerade einen gewissen Fortschritt ja schon gemacht haben. Nicht, dass wir den gleich. Oh, Moment. Autopilot deaktiviert. Was war das denn Sie gleich? sprechen mit dem automatisierten. Haben Sie etwas zu sagen? Ich bin so froh. Übertrage jetzt die Daten. Wären Sie interessiert? Nein. Freie Argon-Handelsstation. Andockerlaubnis So. erteilt. Autopilot aktiviert. Fliegen wir da erstmal hin. Und fliegen wir in die Station rein. Ha. Ah. Kollisionskontrolle funktioniert diesmal gut. Wunderbar. Die gibt es auch nochmal irgendwie so einen Auftrag. Weiß nicht, was das. Das ist dieses Credit-Symbol. Erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, Jetzt es nicht ist mehr. immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu Okay, begrüßen. also die haben wir ja schon. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Nein, aber nicht. Ihr Ansehen ist zu gering. Bitte was? Handelsbeschränkungen sind in Kraft. Unser Ansehen ist zu gering. Wie geht denn das? Argonische. Wir können hier in Kahuna Fleischblöcke Argonische Fleischblöcke werden kaufen. im gesamten X-Universum gehandelt. Brauchen wir aber nicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, warum sind wir denn da so unbeliebt? Vertrauter Freund. Verstehe ich nicht. Moment, da stand gerade irgendwas von Verteidiger. Verteidiger von wem? Verteidiger Terras. Ach so, ach, wir sind ja bei den Argonen. Genau, wir sind der Terraner. Stimmt ja. Wir sind ja gar nicht. Nein, nicht Spiel verlassen. Station verlassen wollen wir. Aber Moment. Argon, vertrauter Freund. Ja. Abdocken. Wir fliegen Richtung Teladi-Sektor, Richtung Osten. Da hinten ist das Osttor.
Polar-Autopilot aktiviert. Genau, und warum sind wir denn jetzt nicht in der Lage, da bei denen zu handeln an Bord der Handelsstation? Verstehe ich nicht. Ah, Moment, unser Schiff müsste jetzt eigentlich da angekommen sein an der Station. Nee, nicht da oben. So, wir haben 101. Wow, ganz schön viel Geld haben wir. So, Triebwerkstuning können wir dem mal verpassen. Für 25.000. Triebwerkstuning installiert. Sie haben an Sehen gewonnen, okay. Laderaumerweiterung nicht. Ruderoptimierung installiert. Ah, Lebenserhaltung haben wir da auch. Okay. Sinsa kriegt das auch. Zeitverzerrungsantrieb installiert. Okay. Nostropöl. Muss ich jetzt von Hand gucken? Moment mal eben hier noch. Autopilot aktiviert. So. Aber hier wird kein. Argon-Raumstation, wie sie im ganzen Territorium. Ja, Nostropöl brauchen wir nicht zu kaufen, weil ich das gerade. Ich nicht weiß, wo ich das gerade loswerden könnte. Wahrscheinlich irgendwo in den Telali-Sektoren, aber da müsste ich erstmal gucken. Da möchte ich das Schiff dann doch lieber gleich mal. Ich weiß nicht, zum Sonnenkraftwerk oder so schicken. So, wir steuern jetzt erstmal hier die Handelsstation an. Und Autopilot aktiviert. Wir gucken in profitabler Handel. Sonnenkraftwerke. Okay, so, dann schauen wir auf unseren Besitz. Kommando. Navigation, Docke an. Sonnenkraftwerk Beta. Kommando akzeptiert. So, jetzt gehe ich da mal gucken. Also hier Energiezellen zu kaufen ist schon mal gut. Vielleicht kriegen wir noch was anderes. Die sind noch zu teuer. Teladianium. Ja, also wir machen das so, wir nehmen Energiezellen mit. Und bringen das dann hier zu der Gießerei. Machen wir dann so direkt zum doppelten Handel. Wir verkaufen den Energiezellen und kaufen da dann Teladianium, wenn wir dann bekommen. Und ja, dann können wir die Mission erfüllen. Dann kann uns das Transportschiff folgen und wir können Teladianium verkaufen. So, aber wir machen erstmal an der Stelle eine Pause. Landen da gleich mal eben und dann speichern wir. So, dann gucke ich auch mal, ob das Schiff schon Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres weitergekommen Präsidenten ist. Und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Oh ja. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay, dann warten wir noch einen Moment ab, bis das da gelandet ist. Dürfte ja gleich soweit sein. Die Hermes. Wie weit ist denn das ausgebaut? Die Hermes basiert auf einem alten Entwurf des Ganymed, der im Nachhinein stark verändert wurde, um Passagiertransporte zu ermöglichen. Wie die meisten paranidischen Schiffe kann man es bis zu einem gewissen Grad mit Waffen bestücken, um die Verteidigung zu gewährleisten. Okay, also es gehen 1000 Einheiten der Größe L. Aber L ist nicht XL. So, Produkte werden nicht gekauft. Kaufen wir mal schnell alle Energiezellen auf. 12.000. Gekauft. Das sind mal Profitjäger und die schicken wir. So, Moment. Wir gucken mal eben im in dem Sektor. Teladianium-Gießerei. Wir bezahlen 19. In der Teladianium. Die 16, die haben 218 und die haben 228, also. In der Teladianium-Gießerei. Ja. Alpha. Alpha fliegen wir an. So, und die fliegt jetzt zu Teladianium.
I3 Alpha. Kommando akzeptiert. Das ist die da hinten. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, wie man, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.